Hast du mal einen Augenblick? Mann, Mann, tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Okay, es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen können, dass wir bereit sind. Okay, General, wenn du mich hören kannst, sind wir bereit. Wirf eine der Rauchgranaten ins Testgebiet, damit wir mit den Probeschüssen anfangen können. Okay. Okay, wir sehen den Raum beim Ziel. Du solltest vielleicht etwas zurückgehen, nur für alle Fälle. Bomben? Spielzeug. Noch mehr Spielzeug. Artillerieunterstützung zur Verfügung. Setz sie mit Bedacht ein, General. Das ist echt schön. Was eigentlich, wenn ich mehr Kanonen besetze? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Das hat mir gefallen, General. Jetzt können wir endlich den Kampf zu unseren Gegnern bringen. Ich will nur ein bisschen handeln. War es das schon? Ah, ich muss mit Preston sprechen. Job, ich mein. Preston dürfte nicht mal in der Nähe hier sein. Der ist doch wieder zurückgegangen nach unserer ersten Siedlung. Ich glaube, bei den Commonwealth-Musik bzw. Freedom Force-Musik von den Minutemen da, da kann ich keine Probleme bekommen mit der GEMA. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch erlebe, dass die Minutemen wieder Artillerieunterstützung haben. Wir sollten zusehen, dass wir in allen unseren Siedlungen was Entsprechendes aufbauen, um die Abdeckung zu verbessern. Und Ronnie Shaw ist zurück. Sie ist wirklich was Besonderes, oder? Ich mag sie, sie mag Explosionen, so wie ich. Sie weiß ja wirklich, wie man die Dinge in die Hand. Sieht geil aus. Was ich so gehört habe, ist das eine ziemliche Untertreibung. Ich habe von Veteranen Geschichten über sie gehört, aber ich wusste nicht, dass sie noch am Leben ist. Die Tatsache, dass sie zu den Minutemen zurückgekehrt ist, bedeutet, dass wir es irgendwie richtig gemacht haben. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. So, komm mal her, Siedler da vorne. Ach, du bist doch hier unser Sturges.
Stimme der Minuteman. Die Ressource ist jetzt zugewiesen. Passt da draußen auf euch auf, Leute. Na? Komm mal her, du kleines Gemüse. Ja, die antwortet mir wenigstens und sagt, ja, ich gehe dahin und ich betätige mich an der Artillerie. Nicht so wie die anderen Faulen hier, die rumlungern. Bier wäre mir zwar lieber, aber das tut's auch. Du sprichst und ich hör zu. Na, lauf einfach weiter. Hier läuft es richtig gut, was? Aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich. Hey. Ja, man. Ah, oh, ich habe ja seine Kleidung mitgenommen. Das passiert mir auch immer wieder. Hey! Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie... Aufgepasst. Warum hat er denn jetzt überhaupt nichts mehr? Habe ich dem alles weggenommen? Was? Oder du weißt schon, ich muss mal eben an die Waffenbank. Ach, bevor ich es vergesse, Moment, verlass die Station mal eben. Ich habe ja ein Level-Up noch übrig. Schütze kann ich gerade auch nicht. Pistolen brauche ich nicht. Ich wollte eigentlich Energiewaffen. Genau, Wissenschaft. Hier ist Radio Freedom. Wir sind rund um die Uhr und im gesamten Commonwealth. Keine Meldung. Weil dann sollte jetzt die Lasermuskete auch ein bisschen verbessern können. Stufe 4. Keine Ahnung, was die Verbesserung soll. Aufklärungszielfernrohr. Langreichweiten-Zielfernrohr. Markiert Ziele, erhöht Vergrößerung, überlegene Präzision durch das Visier. Überladener Kondensator ist eh besser als alles. Verbesserter. Das hat im Moment verbesserter Scharfschützenlauf. Präzisionskolben. Nachtsicht viel. Zielfernrohr. Ihr hört Radio Freedom, die Stimme der Minutemen. Gyro-Ausgleichslinse. Beim Fatman kannst du den nur ändern auf den Mirf-Werfer. Das ist das Einzige, was du da verbessern kannst. Ich hasse nichts mehr als Raider-Drecksäcke. Wenn du welche siehst, leg sie für mich um. Hey. Ach ja, ich habe noch den ganzen Abfall bei mir drin. So, Schrott ist gelagert.
Dann habe ich noch Rüstungsabfälle. Den trage ich. Oder? Weswegen kann ich mich denn so schlecht gerade noch bewegen? Habe ich noch den Schrott drauf? Nee. So, den können wir jetzt einlagern. Doch, wir haben ein bisschen Schrott gehabt. Ja, den Mildman-Anzug lasse ich auch an. Ich will nur mal eben kurz was einladern. Einlagen. Einladern. Mein Gott. Einlagern. Ohne Scheiß, die Muskete ist vom Gewicht her eigentlich nicht tragbar. Die lasse ich hier. Wir nehmen das Scharfschützengewehr mit. Ihr hört Radio Freedom. Es liegen keine Meldungen vor. Passt auf euch auf, Leute. Hier ist Radio Freedom. Wir senden rund um die Uhr und im gesamten Commonwealth. Es liegen keine Meldungen vor. Passt da draußen auf euch auf, Leute. So. Jetzt bin ich noch kurz an die Waffenbank, weil ich gerne das... Nein, nicht verwerten. Ich wollte es umbenennen. So, Tipp ist dann auch mal verewigt. Kann ich was für dich tun? Du musst. Das nur sagen. So, da sollte sehr viel Schaden rüberkommen jetzt. Ich lasse das Nachtvisier einfach mal drauf und weiter im Programm. Jetzt haben wir auch lange genug hier in der Stadt rumgelungert. Wo wir Hangman Alleys? Da war ich doch schon. Warum soll ich nochmal mit denen reden? Sitzt da eh nur der eine. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Was immer es ist, ich bin sicher, ich komme damit klar. Irgendwas Fieses lebt hier in der Gegend. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu ernsten Schwierigkeiten kommt. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden. Wenn es sicher wäre. Ja, sowas kennen wir ja. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedelung leicht alles wieder aufgebaut werden. Ist so gut wie erledigt. Wir sind für die Hilfe wirklich dankbar. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ist ja nur fast am Arsch der Welt. Nee.
Außenposten säubern. Ich glaube, dieser Außenposten, das war derjenige, wo ich früher am Anfang vom Spiel so häufig gestorben bin. Dich zeigen, Feigling! Kämpfen gegen Strong! Ach, es süß, du Wurm! Ich dir das Hirn zermatschen! Dreckiger! Na komm, zerschlag ihn! Strong wohl hören Zeug, das gar nicht da sein! Sie verloren! Es liegen keine Wohnungen für Gewinner! Ha! Renn weg wie Feig! Ein Torsoschuss wird ja reichen. Hier waren wir ja schon mal und haben alles Mögliche durchsucht bei der Absturzstelle. Verdammt! Die Raider sind um diese Jahreszeit schlimmer als die Möglichkeit. Ja, ich weiß, Chat sagt, ich soll Piper mitnehmen, aber ich habe Piper voll lange mitgenommen, schon mal. Und hallo an Toxic. Neuer Patient. Zeit zum Sterben! Ich hasse Fliegen. Hier ist Radio Freedom. Wir senden rund um die Uhr und im gesamten Commonwealth. Es liegen keine Meldungen vor. Passt auf euch auf, Leute. Ein Traum. Bluten, bluten und sterben. Pass doch auf, Strong. Du weißt, dass sie dich vergiften. Oh, und schon wieder Level Up. Okay, wer nächster? Ich glaube, ganz früher bin ich sogar hier schon an der Ecke gestorben. Strong weg. Wir kümmern uns jetzt um das Lager. Oh, ich muss eben noch Granaten ausrüsten. Wir brauchen noch ein paar voll Molotow-Cocktails. Und ja, das ist das Lager. Da war ich am Anfang zu früh hingegangen. Ich weiß nicht, ob die Arte hier hinreicht, um das damit zu zerstören. Upsala! Ich hab's nicht geschafft, über den Stein zu schmeißen. Tut mir leid, General. Du bist außer Reichweite. Viel Glück. Sie hat ja keine Chance. Du,
Angst. Lebst noch? Oh Mann, oh Mann. So viel dazu erstmal. Wo ist der Hund? So, es gibt nur noch den einen da unten. Chat fragt, wo Yeti ist. Yeti ist noch in München. Die kommt morgen wieder. Scheiße! Hab sie verloren! Ist dich wohl für ganz hart, was? Komm schon! Entschuldigung, ich habe mir jetzt mal eben in schnell getötet. Hier ist Radio Freedom. Es ist 4 Uhr. Alles ruhig im Commonwealth. Passt auf euch auf da draußen. Nachts 5% mehr Schaden. Warum du ansehen Wörter? Was sie dir sagen? Sie sagen mir, dass du ein ganz lieber Bursche bist, mein Freund. Ja, möchte ich einlagern, weil es sollen hier keine Siedler hin. Das kostet nur Arbeit, wenn ich hier Siedler zulasse.